Hallo, mein Name ist Nora. Diese braunen Flecken auf meiner Haut kamen nach und nach in den ersten Monaten meines Lebens. Meine Eltern sagen, die Flecken machen mich zu etwas ganz Besonderem. Sie zeigen, dass mein NF1-Gen anders ist als bei den anderen. Es hat eine Mutation, das nennt man Neurofibromatose Typ 1 oder kurz NF1. Jeden Tag kommen weltweit 130 Kinder mit Neurofibromatose auf die Welt. Eines von 2000 Babys ist also betroffen. Eine Hälfte hat die Krankheit von einem Elternteil geerbt. Die andere bekommt die Erkrankung einfach so. Ja, es kann jeden treffen. Deswegen geht es uns alle etwas an. In Österreich gibt es ca. 4000 Menschen mit NF. Es gibt drei Arten der Neurofibromatose, Typ 1 und Typ 2 wie die seltene Schwannomatose. Dabei ist jeweils ein anderer Abschnitt des Erbgutes, das heißt unterschiedliche Gene betroffen. Auch die Krankheitsbilder unterscheiden sich stark. Allen gemeinsam ist jedoch die Bildung von Tumoren, die überall an den Nerven im Körper entstehen können. Die Folge davon können schwere kosmetische Probleme, chronische Schmerzen, Lähmungen, Funktionsausfälle bis hin zu lebensbedrohlichen Ereignissen sein. Besonders die Eltern sind bei der Diagnoseverkündung geschockt. Sie machen sich große Sorgen und blicken in eine ungewisse Zukunft. Sie haben viele Fragen und derzeit nur schwer Zugang zu psychologischer Unterstützung. Kinder mit NF2 müssen keine Café-au-lait-Flecken aufweisen. Betroffene bemerken ihre gesundheitlichen Probleme oft erst als Jugendliche oder junge Erwachsene, nämlich dann, wenn es zu körperlichen Ausfällen oder Funktionsstörungen kommt, zum Beispiel Gleichgewichtsstörung, plötzliche Verschlechterung des Hörens oder Tinnitus. Bei ihnen wachsen langsam Tumoren, vor allem an den Hörnerven, den Hirnhäuten und entlang des Rückenmarks. Sie können das Gehör und den Gesichtsnerv schädigen und auch den Gleichgewichtssinn beeinträchtigen. Die Hälfte der Betroffenen sind als Erwachsene ertaubt. Oft entwickeln Patienten mit NF2 eine Linsentrübung des Auges, die das Sehen beeinträchtigen kann. Auch bei NF2 können Tumoren auf der Haut entstehen. Die Tumore können aber auch überall sonst an den Nerven Funktionsausfälle und Lähmungen verursachen. Auch NF2 ist eine sehr ernste Erkrankung, die engmaschige Kontrollen bei einem erfahrenen Spezialisten benötigt. Bei Schwannomatose bilden sich die Tumoren vor allem entlang der Wirbelsäule und der Nervenstränge im Körper, im Jugend- und vor allem im Erwachsenenalter. Menschen mit Schwannomatose haben oft schwer behandelbare starke Schmerzen. Neurofibromatose ist noch viel zu wenig bekannt. Alle Formen von Neurofibromatose sind derzeit unheilbar. Es gibt in Österreich und in vielen anderen Ländern derzeit keine ausreichende medizinische, neuropsychologische und psychosoziale Versorgung für Betroffene. Strukturen für nachhaltige Forschungsarbeit und die Ausbildung von Ärzten fehlen. Darum gibt es den Verein NF Kinder. Ein Marienkäfer ist das Symbol für den Verein. Er bringt Glück und das können wir NF-Kinder gut gebrauchen. Außerdem hat er auch Flecken, so wie wir. Gemeinsam wollen wir ein Schwerpunktzentrum für Kinder mit Neurofibromatose und Schwannomatose in Wien eröffnen. Dort sollen Patienten von Ärztinnen, Psychologinnen und einer Krankenschwester betreut werden. Außerdem werden wir dort Nachwuchsärzte und Psychologen ausbilden und die Krankheit weiter erforschen. Wir sind startklar und zum Abheben bereit. Uns fehlen nur noch die monatlichen Mittel, um das benötigte Personal zu finanzieren. Kannst du uns zum Beispiel mit nur 50 Cent pro Tag dabei unterstützen? Dann hilf uns bitte mit einer monatlichen Spende von 15 Euro. Das ist die beste Möglichkeit, den Betrieb der NF-Kinderklinik nachhaltig abzusichern.
Sobald 2000 Menschen in Österreich 15 Euro monatlich spenden, können wir den nachhaltigen Betrieb sicherstellen. Hilf bitte jetzt! Spendeninfos findest du auf unserer Website. Ninifee ist unser Geschenk an alle Vereinsmitglieder und für Spender, die 50 Euro oder mehr spenden. Also unterstütze auch du jetzt den Verein NF Kinder und Ninifee macht sich auf den Weg zu dir.